sehen wir aktuell mit 0,00834 ein 85%iges Minus. Interessant ist, dass LMDA eher gegen Stablecoins und Sol verkauft wird. Vom YouTuber und Krypto- oder Wirtschaftsinfluencer Hoss ins Leben gerufen, vor einiger Zeit das Projekt Lambda Markets. Und damals wurde Lambda Markets ja sehr stark angepriesen, ja, mit Unterstützung in Form von Daten, von einem Algorithmus im Trading. Soll es massiven Mehrwert schaffen für alle User und soll hier in diesem Bereich laut Hoss neue Standards setzen. Wir möchten uns heute ganz kurz mal anschauen, was ist aus diesem Projekt eigentlich geworden? Ist es ein Influencer-Projekt, was erfolgreich wurde? Oder ist es ein Influencer-Projekt, was irgendwann im Regen stehen gelassen wurde und nicht mehr weiterentwickelt wurde? Wenn wir auf die Webseite lambda.markets gehen, fällt uns links unten sofort auf, dass das Copyright mit 2023 lautet. Das bedeutet, ja, wir sind ein Jahr dahinter und das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass diese Webseite wirklich sehr gut gewartet oder betreut wird. Bevor wir uns die App, also die Application selbst anschauen, schauen wir uns kurz Medium an und auf Medium sehen wir, dass es von seitens Lambda Markets schon ewig lange keine Postings mehr gegeben hat. Im Endeffekt seit Monaten und auch hier im Großen und Ganzen mit 186 Followern, ja, aus meiner Sicht das Ganze nicht wirklich stark weitergetrieben wurde. Der Clou von Lambda Markets war ja, dass man in der eigenen Kryptowährung oder in einem eigenen Token die Gebühren bezahlen musste, um diese Plattform nutzen zu können. Und wenn wir uns LMDA, Lambda Markets, die den Kurs dieses Tokens anschauen im All-Time-Zeitverlauf, sehen wir aktuell mit 0,00834 ein 85%iges Minus. Das ist für uns schon einmal ein erster ganz kleiner Hinweis, wo dieses Projekt hingeht, vom Nutzungsgrad oder vom Mehrwert für den User. Denn wie gesagt, die Gebühren müssen in diesen LMDA bezahlt werden. Und wenn der Kurs so stark von diesem Token gefallen ist, dann kann man sich circa überlegen, wie stark hinter dem die ganze Nachfrage ist. Schauen wir uns das Ganze, den Lambda Markets Token auf der Solana Chain an, dann sehen wir hier, dass wir im Endeffekt nicht wirklich viele Buchungen jeden Tag haben. Hier gibt es zwei Einträge vor 21 Stunden, vor einem Tag gibt es zwei Einträge, dann vor drei Tagen ein paar Einträge. Und wenn wir uns die DeFi-Aktivitäten anschauen, sehen wir auch hier, dass es nicht wirklich viele Aktivitäten gibt. Interessant ist, dass LMDA eher gegen Stablecoins und Sol verkauft wird. Schauen wir uns die DEX an sich an. Also hier verwenden wir aktuell DEX Tools, schauen uns Lambda Markets an. Sehen wir hier bei Lambda Markets ja ein durchaus durchwachsenes Kurs Minus. Und wenn wir diesen LMDA Token in Summe suchen, finden wir vier verschiedene Pools an. Die reichen von einem Jahr Alter bis zu einem Monat. Der größte Pool hat eine Liquidität von nicht ganz 31.000 US-Dollar und ein 24-Stunden-Volumen von 56 Dollar. Das bedeutet, wenn wir uns diesen Pool anschauen, der hier vorher offen war, und dann sehen wir hier schon im Großen und Ganzen, dass dieses Projekt anscheinend tot ist bzw. sehr tot ausschaut. Schauen wir uns hier jetzt die Lambda Application an, ist für uns schon mal sehr interessant. Positiv ist, es gibt eine Web3-Anmeldung. Interessant ist aber, dass wir hier gefragt werden, ob wir einen Ledger verwenden oder nicht. Warum fragt mich eine Webseite, ob ich ein Hardware-Wallet verwende oder nicht? Das ist meine Entscheidung, geht die Webseite oder eine Applikation aus meiner Sicht überhaupt nichts an. Also diese Frage ist für mich jetzt mitunter nicht sehr positiv, muss man sagen. Ja? Wir melden uns ja hier an und finden hier also im Prinzip diese drei Pakete, wie gesagt, die man in LMDA bezahlen soll oder bezahlen muss. 24-Stunden-Volumen 56,2, auch hier dargestellt. Und das Interessante ist, ja, hier kann man herumklicken, was man möchte. Es funktioniert überhaupt nichts.
schaue ich mir das Chart an, gehe auf Connect Wallet, nehme das Wallet, das ich vorher ausgewählt habe und rechts oben sehen wir, ich bin verbunden. Funktioniert nichts. Bei Makro funktioniert auch nichts. Bei Orderbuch gibt es auch nichts. Aber beim Marketplace, ja. Dort ja, funktioniert auch nichts. Angeblich sollte man mit der Free-Version Preview Features, Trading Terminal und Flexible Charting Library haben. Funktionieren unterm Strich tut nichts mehr auf dieser Webseite. Also aus unserer Sicht ist das nicht nutzbar. Hier unten rechts sehen wir nur, dass es ein LMDA Lambda Staking gibt und anscheinend verkaufen die Leute über DeFi ihre Staking Rewards gegen Sol oder gegen Stablecoins. Ja. Viel mehr gibt es zu dieser Plattform nicht mehr zu sagen. Vielleicht sollte sich aus unserer Sicht HOSS ein wenig mehr um seine bestehenden / alten Projekte kümmern, anstatt Podcasts aufzumachen oder über neue Projekte zu sprechen. Man hört ihn auch nicht mehr wirklich über Lambda reden. Und im Großen und Ganzen ist das ein Projekt, für das er damals in eigener Sache sehr, sehr viel Werbung gemacht hat, was über die Zeit einfach ausgelaufen ist. Und für uns ist das wiederum ein Beispiel dafür, dass es wirklich aus meiner heutigen Sicht so gut wie keine Influencer gibt, die in irgendeiner Art und Weise ein profundes, bodenständiges, nachhaltiges Krypto-Projekt ins Leben gerufen haben. Die meisten oder aus meiner Sicht fast alle haben eine gute Entscheidung getroffen, das heißt sehr früh Kryptos zu kaufen, aber wenn sie sich im Nachhinein dann irgendwie legitimieren möchten und das Ganze irgendwie so ausschauen lassen möchten, dass sie über harte und Expertise und Arbeit Vermögen, Kapital aufgebaut haben, naja, dann sehen wir, so wie auch hier an diesem Beispiel Lambda Markets, dass das einfach nicht funktioniert, denn ein Influencer bleibt halt leider einmal ein Influencer und das bedeutet, er ist weder ein Technologe noch ist er ein Finanzexperte. Es fehlt auch leider die gesamte Berufserfahrung im Hintergrund, bei den meisten auch Lebenserfahrung, weil sie relativ jungen Alters sind. Und ja, an dieser Plattform sieht man wieder ausgezeichnet, was ein sich sehr seriös und professionell verkaufender HOSS im Endeffekt qualitativ an Arbeit abliefert. Vielleicht haben wir irgendetwas übersehen oder habt ihr Informationen noch beizusteuern, dann bitten wir euch wie immer in den Kommentaren diese Infos zu hinterlassen. Wir freuen uns auch auf eine qualitative, angeregte Diskussion mit euch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns immer, so wie immer, über ein Like. Damit ihr in Zukunft keines unserer Videos mehr versäumt, aktiviert die kleine Glocke und lasst natürlich auch ein Abo da. Ich freue mich riesig schon auf das nächste Video und ihr könnt gespannt drauf sein. Das Thema wird wieder extrem spannend sein. Bis zum nächsten Video.